Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem kleinen Tutorial. Heute werde ich euch zeigen, wie ihr ganz einfach euer eigenes Label Mod Cape erstellen könnt. Ja, dazu braucht ihr einfach nur folgende Programme, und zwar einmal Photoshop, Background, also ein Background, das Cape Template von Label Mod und ein Skin Render von euch. Anstatt Photoshop kann man auch GIMP benutzen. Ist eigentlich nicht sehr viel anders. Ich zeige es jetzt aber hier mit Photoshop, da relativ viele Leute Photoshop und nicht GIMP haben. Natürlich öffnen wir erstmal Photoshop, ganz normal. Und dann ziehen wir in Photoshop das Cape Template rein. So, hier seht ihr schon mal alles angepasst. Aber so wollen wir unser Label Mod Cape natürlich nicht haben. Wir brauchen aber dieses Template halt als Vorlage. Jetzt ziehen wir als allererstes den Background hier rein. Den Background machen wir natürlich genauso groß, wie das Bild ist. So. Jetzt seht ihr hier natürlich nicht mehr die Linien. Aber ich hoffe, ihr habt euch das vorher gemerkt, wo ungefähr die Front ist. Und jetzt zieht ihr hier euren... Achso, muss ich erstmal placen. Das vergesse ich immer noch in Photoshop. Und dann zieht ihr jetzt hier euren Skin Render rein. Ihr seht, der ist auf jeden Fall nicht an der richtigen Stelle. Ich habe es mir vorher gemerkt und der müsste ungefähr hier sein. Man kann ihn immer noch ein bisschen kleiner machen und wieder ein bisschen hier so reinschieben. Und dann sollte es eigentlich alles klappen. So, da das jetzt ein bisschen wenig ist, finde ich, könnte man hier jetzt noch einen Text einfügen. Unter dem Skin, Cotti. Und jetzt noch ein bisschen verschieben. So. Schön mittig unter den Skin. Und dann war es das mit dem Cape eigentlich auch schon. Es war jetzt schon relativ schnell, aber so sticht unser Skin jetzt noch nicht so richtig wirklich raus. Dazu gehen wir auf Filter, Blur, Gaussian Blur und geben hier so um die 2 Pixel ein. Jetzt seht ihr, der Hintergrund ist ein bisschen, ja, verschwommener geworden und der Skin, ja, wie soll ich sagen, sticht ein bisschen hervor. Ich bin jetzt noch kein Cape Template Profi, aber ich finde, so schlecht sieht es jetzt auch nicht aus für ein Anfänger Template, Anfänger Cape, und ja, das kann sich halt ganz einfach jeder so gestalten. Jetzt gehen wir einfach auf File, Export, Render Video. Als PNG-Datei den Folder selecten. Ich habe jetzt hier den Desktop. Machen hier noch den Namen zu Cape Tutorial und speichern das. Jetzt können wir auch schon Photoshop schließen. Und jetzt seht ihr hier unser Cape. Jetzt öffne ich es gerade mit GIMP, weil ich das ausgewählt habe. Und hier seht ihr es. Wenn wir es jetzt schließen und Minecraft öffnen, dann fügen wir das Cape jetzt noch schnell ein, damit ihr auch seht, wie das geht. Manche haben mich da nämlich auch gefragt, wie ich das denn immer mache. Und es geht ganz einfach. Wir gehen jetzt einfach mal hier zum Beispiel auf Gommel, gehen auf Settings, Skin Customations, dann auf Cape Settings, auf Upload, dann sucht ihr hier euren File aus. So, Label Mod ist jetzt noch ein bisschen verbuggt, deswegen müssen wir jetzt Minecraft neu starten. Gehen wieder gleich auf Gomme oder was auch immer für einen Server. Geht natürlich auch im Singleplayer, solange man Internetverbindung hat, sollte das mit dem Cape eigentlich klappen. Wir gehen jetzt wieder auf den Server, gehen wir auf Skin, Upload, Cape, und jetzt sehen wir hier unser eigenes, selbst erstelltes Cape in, ich würde mal eigentlich schon sagen, unter 2 Minuten, oder? Ja, das war unter 2 Minuten. Und ich finde, so schlecht sieht es fürs erste Cape auch nicht aus. Es kann sich halt wirklich jeder ganz einfach gestalten. Ja.
Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, so als kleines Tutorial. Wenn ihr mehr von sowas sehen wollt, einfach den Daumen nach oben da lassen und ein nettes Kommentar schreiben. Ja, ansonsten bis zum nächsten Mal und tschüss.